Als ich als Therapeut anfing zu arbeiten, veränderte sich die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter grundsätzlich. Anfangs war ich plötzlich ihr bester und intimster Berater und Freund. Ich half ihr beim Schreiben des ersten Buches. Ich hörte ihr zu beim zweiten Buch und gab ihr meine guten Ideen zum Besten. Was war das für mich für eine Erlösung, dass ich endlich von meiner Mutter akzeptiert wurde? Ich fühlte mich in der damaligen Zeit geradezu befreit und freute mich auf eine Zukunft, wo ich mich endlich entfalten und mein eigenes Selbst leben konnte. Ich war ja selber Zeuge, wie ihre Ideen entstanden und war damals der festen Überzeugung, dass ich nun auch von diesen Ideen profitieren könnte. Diese Annahme entpuppte sich bald als einer meiner größten Irrtümer in meinem Leben. Ich tappte in eine Falle, die mich fast umgebracht hätte. Ich kam in eine Geiselhaft, deren Folgen ich bis heute nicht ganz überwunden habe. Ganz weit hinten in meinem Hinterkopf wusste ich eigentlich, dass meine Mutter zu ihrer Schwester eine sehr hasserfüllte Beziehung hatte. Nur bruchstückhaft erzählte sie mir davon, aber es war eigentlich genug für mich, dass ich hätte wissen müssen, mit welcher psychischen Bombe da meine Mutter durch die Welt marschierte. Dass ich mich bei meiner Entwicklung zum Therapeuten, ohne es zu merken, auf ein äußerst gefährliches, mörderisches Minenfeld zubewegte, merkte ich in der ersten Euphorie nicht. Ich war so froh und glücklich, dass sich meine Mutter für meine Arbeit als Therapeut so interessierte. Sie fragte interessiert nach und ich hatte das Gefühl, endlich würde sich meine Mutter als große, berühmte Expertin für meine Arbeit interessieren. Erst heute weiß ich, dass meine Mutter während des Krieges perfekt gelernt hatte, sich anderen Menschen gegenüber aus Überlebensgründen total zu verstellen. Beim besten Willen konnte ich mir damals nicht vorstellen, dass meine Mutter eine enorme kriminelle Energie mobilisierte, um mich in meiner Entwicklung zu stoppen. Da meine Mutter ihre Kontrolle über mich verlor, musste sie Mittel und Wege finden, mich zu zerstören. Ihre ganze Wut auf ihre Schwester, die sie ja auch gegen ihren Willen im Krieg das Leben gerettet hatte, richtete sich gegen mich. Später bestätigte mir die Cousine meiner Mutter, Irenka, dass ich meiner Tante, der Schwester Irena, meiner Mutter sehr gleichen würde. Ihre Schwester war sehr kreativ und nahm das Leben sehr leicht. Alles machte sie spielerisch und sie war auch sehr intelligent. Meine Mutter stellte ihre Schwester mir als eine dumme Gans dar, die nur Dummheiten im Kopf hatte. Sie schilderte sie als dumm und ungebildet. Erst später erfuhr ich, dass meine Tante in Mexiko lebte und dort eine der profiliertesten Professorinnen wurde, die eine exzellente Expertin in der Geschichte der Indianer und Inkas wurde. Sie publizierte mehrere Bücher zu diesem Thema. Diese Leistung wurde aber von meiner Mutter konsequent totgeschwiegen. Nun musste meine Mutter feststellen, dass ich in ihrem Reich, in ihrem Beruf, kreativ sehr schnell eine enorme Konkurrenz darstellte. Ich habe meine Mutter beim Schreiben ihrer Bücher sehr gut zugehört, denn es gelang mir spielend schnell von Anfang an, ihre Theorie in die Praxis umzusetzen. Ich genoss es sehr, endlich meinen lang ersehnten Beruf ausüben zu können, und es war für mich ein höchst befriedigendes Gefühl, eigenständig, eigenverantwortlich und kreativ meinen Beruf auszuüben. Da offenbarte meine Mutter ihre wirkliche Einstellung. Heute weiß ich, dass ich schon damals entscheidende Aspekte der Psychotherapie neu entdeckt hatte. Meine Mutter hörte mir zuerst sehr gut zu, bis sie die Nerven verlor und aus Konkurrenzangst ihren Angriff auf meine Autonomieentwicklung startete. Zuerst glaubte ich immer, meine Mutter müsse doch stolz sein auf mich, dass ich ihre Theorie so gut in die Praxis umgesetzt habe. Heute weiß ich, dass sie große Ängste entwickelte, an die Wand gespielt zu werden.
Ihr emotionaler Konflikt mit ihrer Schwester tauchte unvermindert auf. Sie lernte einen Primärtherapeuten in Bern kennen, Konrad Stettbacher. 1983 erhielt ich eines Tages von ihm einen Brief, in dem er mir mitteilte, dass meine Mutter bei ihm für mich einen sehr begehrten Therapieplatz für eine Primärtherapie bei ihm reserviert habe. Ich sollte diese Gelegenheit nicht verpassen und sofort einen Betrag a Konto von Schweizer Franken 12.000 überweisen. Den Beginn der Therapie setzte Herr Stettbacher nach einer Wartezeit von 3 Jahren fest. Ich war beim Lesen dieses Briefes wie vor den Kopf gestoßen und konfrontierte meine Mutter mit diesem schrecklichen psychischen Übergriff. Meine Mutter explodierte und schrie mich zusammen, wie ich das noch nie erlebt habe. Sie meinte, dass ich doch endlich mal etwas von ihr annehmen sollte, wenn sie schon als Mutter mich als kleines Kind nicht hat adäquat versorgen können. Ich merkte, dass vieles nicht stimmte, denn ich war ja kein kleiner Säugling mehr und man kann doch nicht die Versäumnisse der Kindheit bei einem 33-jährigen selbstständigen Mann wiedergutmachen. Wie immer wehrte ich mich nicht, aber ich spürte, dass die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter für immer zerstört war durch diesen Übergriff. Meine Mutter probierte alle möglichen Überredungsversuche, mich zu einer Therapie bei Konrad Stettbacher zu überreden. Zum Schluss rief mich Herr Stettbacher an und wollte mich zur Therapie überzeugen. Da passierte dann auch etwas sehr Eigenartiges. Ich begann am Telefon Herrn Stettbacher in Bezug auf seine Erfahrung als Therapeut und auch in Bezug auf sein Wissen zu durchleuchten und merkte bald, dass dieser Mann gar keine Ahnung hatte. Ich lehnte eine Therapie bei ihm ab, weil ich spürte, dass ich mit einem Scharlatan gesprochen habe. Meiner Mutter erteilte ich trocken mit, dass ich mich entschieden habe, keine Therapie bei Herrn Stettbacher zu machen und dass ich ihr Angebot ablehnen würde. Wieder explodierte meine Mutter heftigst und ich wurde plötzlich mit dem Urteil konfrontiert, dass ich für Klienten eine schlimme Gefahr bedeuten würde, weil ich von Therapie nichts verstehen würde, und meine Mutter teilte mir mit, dass sie mich auch jetzt offiziell als Therapeut bekämpfen würde und es sehr bereuen würde, dass sie mir zu diesem Beruf verholfen hatte. Nun wusste ich, wo der Feind steckte und dass ich mich als Therapeut ganz alleine durchschlagen musste. Auf der anderen Seite hatte diese Erfahrung für mich auch einen großen Vorteil gehabt. Ich wurde gezwungen, meine eigene Methode als Psychotherapeut zu entwickeln, aber leider im Untergrund. Nun bin ich genau an derselben Stelle gelandet wie meine Mutter im Krieg. Der Kriegsschatten hatte mich wieder eingeholt. Ich durfte nur heimlich im Untergrund als Therapeut arbeiten. Nie wurde akzeptiert, dass ich offen zeigte, was ich wirklich kann. Ich hätte mein Leben aufs Spiel gesetzt und mich verraten. Das Offenbaren der eigenen Identität würde das Todesurteil bedeuten, wie bei meiner Mutter. So hatte ich einige Jahre mit meiner Mutter keinen Kontakt mehr und lebte mein eigenes Leben. Das ist zwar einfacher gesagt als getan. Ich heiratete, kaufte ein Haus und genoss das Leben. Auch wenn ich meine Mutter nie sah, war sie dennoch dauernd präsent. In dieser Zeit habe ich zum ersten Mal hautnah verstanden, wie psychische Introjekte sich im praktischen Erwachsenenleben auswirken und sich permanent in das gegenwärtige Leben einmischen. Natürlich ist mein Vater, der mich so Jahrzehnte schlimm verfolgt und gequält hat, nicht verschwunden. Ich hatte oft das Gefühl, dass beide mit ihrer ganzen Aggression und ihrem Hass mir gegenüber ihre einzige Aufgabe weiterhin darin sahen, mir mein Leben so schwer wie möglich zu machen. Da harmonierten sie, trotz des gegenseitigen Hasses, sehr gut miteinander. Ich fühlte mich permanent verfolgt. Werden solche Introjekte lebendig, dann hat man das Gefühl, gespalten zu sein. Ich bin mit einem Innenleben konfrontiert, das mich voll in Beschlag nahm. Ich
In mir sah es dramatisch und komplett chaotisch aus. Gegen außen aber zeigte ich einen Martin, der als gut situierter Therapeut sein Leben lebte und die angenehmen Seiten des täglichen Lebens genoss. Ich heiratete und bald zerbrach diese Ehe und ich ließ mich scheiden. Kaum vernahm meine Mutter, dass ich geschieden war, bedrängte sie mich mit der Therapie bei Herrn Stettbacher. Sie sagte eiskalt zu mir, als ich wegen der Scheidung am Boden war: Du siehst nun, dass du nur geschieden bist, weil du meinen Ratschlag nicht angenommen hast, bei Stettbacher die Therapie zu machen. Ich hoffe, dass du jetzt bereit bist, diese Therapie dir zuliebe zu machen. Sie nutzte meine Schwäche schamlos aus und in meiner Not sagte ich endlich zu, diese Primärtherapie zu machen. Da ich aber nicht bei Herrn Stettbacher selber die Therapie machen wollte, bot er mir eine Primärtherapie bei einer Schülerin von ihm in München an. So begab ich mich in eine Primärtherapie bei Eva, einer Schülerin von Stettbacher. Erst einige Monate später fand ich aus Zufall heraus, dass die Therapeutin die Sitzungen auf Tonband aufzeichnete und die Bänder immer sofort Herrn Stettbacher zuschickte. Dieser schickte die Bänder meiner Mutter und so konnte meine Mutter meine ganze Therapie überwachen. Ich wurde von ihr dann monatelang mit den schlimmsten Faxbriefen eingedeckt. Plötzlich wurde mir schlagartig bewusst, dass ich in einem Netzwerk einer tödlichen Sekte gelandet bin. Meine Therapeutin, meine Mutter und Stettbacher gingen zu dritt auf mich los und ich geriet in echte Lebensgefahr. Sie gaben mir bei jeder Gelegenheit zu verstehen, dass ich als Therapeut keine Ahnung habe und ein schlimmer Scharlatan wäre und endlich ihnen gehorchen sollte und mich an die strengen Regeln der Therapiemethode von Stettbacher halten sollte. Mir wurde alles zu viel und ich dankte Gott, dass ich auf die Idee kam, nachzuforschen, mit wem ich es da eigentlich zu tun hatte. Ich fand dann sehr schnell heraus, dass Stettbacher nie Psychologie studiert hatte, sondern ein verbrecherischer Hochstapler war. Er war beruflich ein einfacher Lampenverkäufer. Er hatte sich geschickt bei meiner Mutter eingeschlichen. Ich vermute aber, dass meine Mutter sich diesen Verbrecher wie ein Werkzeug selber ausgesucht hat, um ihr Unwesen zu betreiben.